Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Willkommen zurück. Ich hoffe, dass wir heute mal so ein bisschen, sag ich mal, vorwärts kommen. Und vielleicht zum Händler, ne, aufbrechen. Weil wir sind ja in den Ödland, ne? Wir waren ja gerade hier bei den Hobbits, ne? Also in der letzten Folge. Jetzt wollen wir eigentlich hier mal so ein bisschen weiter kicken. Bleib mal, du Hühnchen. Ja, ich dachte, du kommst jetzt hier ran. Ich dachte, du beweist mal Mut. Aber nö. Anscheinend ja nicht. Auf jeden Fall sind lange Ausritte nicht allzu geil, weil wir natürlich dann die Gefahr haben, wenn das für Baum, dass wir viel, viel Ausdauer und viel, viel Zeit so, sage ich mal, verschwenden. Denn wäre vielleicht doch ein bisschen besser, so am Anfang nur in seiner Hut zu bleiben. Und das dann zu machen, was man auch immer machen möchte. Hallöchen. Nö, du nicht. Also ich weiß ja nicht, wie das aussieht hier, aber. Alter, was denn da? Das für eine Wanderschaft. Ab in dein Loch! Was ist das für eine Wanderschaft da? So, wir brauchen ein bisschen Ausdauer auf jeden Fall, wenn wir die alle platt machen wollen. Okay, das ist schon mal ganz gut. Kriegst du von mir den hier. Ist ja auch so was wie Daywalkers oder sowas, ne? Oh, da ist noch eine große Kiste, glaube ich. Ihr seid zu zweit oder was? Hier, die Twins oder was? Ödland-Twins. Oh, keine Ausdauer. Ich hab wie immer keine Ausdauer. So, wer will denn von mir gestochen werden hier? Ab zum Doktor. Okay, mal, das gefällt ihnen aber gar nicht. Fähigkeitspunkte. Huha! Muss ich ab und zu mal umgucken, ne? What's in your Brust? Brust. Ach, der lebt ja noch. Und die kicken mir gerade an so und denk so, jo. Ey, sag mal. Ja, vielleicht sind die einfach straight. Ach du Scheiße. Oh, jetzt habe ich eine Munition verschwendet, ne? Erstmal ein bisschen Holz. Okay, also es scheint auf jeden Fall Schleichbonus. Na, ah, ich merke schon, da kommt schon wieder ein nächster. Naja, ein bisschen Ruhe halt noch. Such mal bitte den straighten Weg, ne? Sieht aber auch ein bisschen aus wie ein Terminator, ne? Kann man sehen oder sagen, wie man will, aber Terminator lässt grüßen. Kühlbox. Yeah, ein Bier. Aber, ey, ich probiere jetzt mal ein Bier. Weil einfach, du musst ja auch Durst wegmachen, oder? Normalerweise macht ein Bier auch immer Durst weg. Aber in diesem Fall nicht. Wir haben einfach nur richtig heftig ein Bier getrunken. Oha. Ja, okay, das ist nicht so geil. Also von ein Bier guck ich nicht so. Frösche würde sagen, doch, genau so guckst du. Aber, nee. Wirklich nicht. Ah, geht ja schon wieder, ne? Aber. Ist ja mal ein bisschen übertrieben.
So, was zu trinken wäre eigentlich ganz nice. Eigentlich wollte Gajani ins Haus rein, aber aufgrund von Durst wird es ja nötig sein, dass wir hier mal reingehen. Besonders in die Küche. Ist hier irgendwas Geiles geben. Naja, nicht der Kleber. Irgendwie was zu trinken, ja cool. Nö. Bin ich hier hochgesprungen? Nee, wollte schon sagen. Hallo? Ist ja gar keiner. Ja, dieses Haus wirkt aber nicht sehr einladend. Also wenn es hier noch irgendwas gibt oder sowas, dann wäre ich ja mal richtig froh. Ja, das sieht mir gar nicht so aus. Spritze und eine Schiene. Ja, gut, besser als nichts. Ich habe auch keine Jetons bei oder so, ne? Ich sagen könnte, ey, geil. Ach, da unten. Ach, du kommst auch noch hoch hier. Ja, was ist denn das für eine Frechheit? Das fand ich nicht so gut, ey. Wie sieht's denn eigentlich aus? Können wir eigentlich... Oh. Ja, ich kann auch mit mir selber chatten. So, brauchen wir kleine Steine, 5 Stück. Lass mal ein Lagerfeuer bauen. Dann kann ich ja wenigstens das Wasser kochen. Wir können ja da auf dem Weg bleiben. Das war mein Handy. Nur schwichtiges. Gut. Das ist immer gut. Wenn das nicht wichtig ist, dann ist das immer eine gute Sache. Fressen können wir theoretisch ja auch machen, aber mehr als dieses Trinken. Weil Bier bringt ja nichts. Bier macht ja nur betrunken. Das ist eine Weisheit, ne? So, kleiner Stein. Und wir könnten noch Wasser sammeln, ne? Ich glaube, wir haben hier vorne noch genügend... hier müsste doch ein Fluss sein, oder? Natürlich ist hier ein Fluss. Guck mal hier, Steine auch. Komm, lass uns doch mal hier rasten. Hier rasten wir jetzt mal. Am Fluss der Hoffnung. So, Lagerfeuer fertigen. Das kann ich auch hier stehen lassen. Einfach so, falls ich das mal brauche. Wird das hier einfach dann so, weißt du? So, zack. Dann können wir hier so ein bisschen, so. Und dann können wir ein verkohltes Brät machen. Hättet eigentlich ewig? Ich glaube schon, ne? So. Kochen. Trinken gekochtes Wasser. Einmal. Und dann holen wir nochmal Wasser. Wie können wir das? Das war so, ne? Komm, lass mal Wasser holen hier. Wenn wir schon mal hier sind. Aha. Mit rechter Maustaste muss ich mir auch mal merken. So. Gekochtes Wasser können wir auch noch ein paar Mal machen. 5 Stück. Zack, zack, zack. Also dafür, da ich jetzt hier Chemie, Antibiotika, ja, da müssen wir ja immer noch Arzt lernen und sowas, ne? Was brauchen wir dafür? Vorteil? Ach so, können wir jetzt schon Arzt lernen? Ah, Azubi. Oh. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Antibiotika. Geht immer noch nicht, weil... Arzt muss ich... Hä? Ich hab doch ja Arzt gelernt, oder was? Arzt. Aber wie denn? Wann denn? Kann Chemie, Erste Hilfe, Verbände. Ab wann kannst du machen? Ba, fertige Chemiestation. Verbände, Erste Hilfe.
Was? Ich muss einen Wunderheiler erstmal machen? Oh, der hört sich aber nach 500 Jahren ehrlich gesagt an, ne? Das ist ein bisschen traurig. Das ist echt ein bisschen traurig. Und ich weiß nicht, warum das so verkohlt ist hier. Aber gut, wenigstens, dass wir alles machen können. Schön, dass ich davor das nicht wusste. Wozu sind denn eigentlich die Werkzeuge da? Da ich denn irgendwas da... Ah, vielleicht auch deswegen. Weiß ich nicht. Während das da vor sich hin macht, na, haben wir ja was getrunken, gehe ich da mal kurz kicken, ob da noch was ist. Ich muss ja alle Möglichkeiten hier ausschöpfen. So, sag mal, ich suche hier den Doktor, ne, für Biotika. Entschuldigung. Oh, das sind mir die Lieblingskunden. Die Alteisenbrustpalle. Ja, lecko mio. Und endlich Munition. Und ich habe Munition gesucht, ne? Ich muss sie einfach nur knüppeln wie die Weltmeister. So. Und das sind ja auch immer so eine Sachen. Oder beziehungsweise weiß ich bei denen ja auch immer. Besonders bei denen. Ne, bei den Verkohlten. Der läuft nämlich auch schon so, weil der hat immer Bock auf Stock. Das ist so einer. Und ich kann es ihnen auch nicht verübeln, weil ich spiele. Ja, hört sich selbstverliebt an, aber das, ich liebe mich als erstes, ne? Weil, mir wurde mal gesagt, ne, und das ist wirklich so, nur wenn man sich selber liebt, dann kann man andere Menschen lieben. Und ich finde mich nun mal Porno und damit kann ich auch andere Porno finden. So, ist das Wasser denn mal fertig? 5 Stunden später, noch nicht. Aber ich werde mal wieder eins benutzen. So, und jetzt werde ich mir mal die Werte angucken. Wie sieht es denn aus eigentlich hier in Sioni Town? Sind wir denn gut genährt und so? Nö, sind wir nicht. Aber dann essen wir auch noch ein bisschen was. Wir müssen ja ein bisschen was hier vorwärts kriegen. Wir sind bisher erst 15 Kilometer gereist oder wie auch immer. Und essen uns hier jetzt erstmal hier mit den verkohlten Braid ein weg. Was ja nicht so schlimm ist. Du bist durstig? Ja, ja. Das stimmt. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Der ist doch eigentlich viel, viel geiler, ne? Beweglichkeit minus Geräusch. Ja, das ist auch so. Maximale Haltbarkeit. Aber das Krasse ist, ne? Der macht natürlich ordentlich was gut, ey. Aber ich werde den restlichen Scheiß trotzdem behalten. Einfach auf dem Grund wegen, ja, wegen das andere eben halt. So, ein Wasserchen kommt noch. Die Werte müssten jetzt eigentlich in diese eine Reihe reingehen, dass das richtig, richtig gut ist, ne? Guck mal hier, da haben wir noch sehr, sehr lange trinken, trinken, trinken. Das, da, ja, stagniert so nach oben. Jetzt müssten wir eigentlich auch das letzte Wässerchen kriegen. Geil, dann nehmen wir das mit. Und sagen mal vielen, vielen Dank, Tschüssikowski. Gibt es hier eigentlich Brand? Guck mal, da ist ein Schwimmer. Gibt es eigentlich Brandschaden hier? Also wenn ich durchs Feuer latsche, dann tut es mir weh, oder? Gibt es hier auch Feuerpfeile? Ach, guck mal, das erste Mal in dem hat er sich frei gefühlt, ne? Der ist hier geschwommen wie so ein Weltmeister. Naja, ist okay. Ich habe manchmal auch Schmerzen, du hast Rücken anscheinend. Aber das ist kein Problem, ne? Ich lasse jeden, das heißt immer leben und leben lassen, ne? Die Devise. So, nehmen wir das nochmal jetzt. Also dafür, dass wir jetzt 22 Uhr haben, ich gefühlte 8 Kilometer von zu Hause entfernt bin. Die Angst meines Lebens verspüre, geht's mir eigentlich gut. Weißt du, vielleicht übernachten wir ja eigentlich, also auch dann bei den Händlern. Was war das? War das ein Unfallgeräusch oder? Bis wie viel Level gibt's denn? Also gibt's unendlich, werde ich 100 oder geht's so weit sogar noch drüber hinaus oder gibt's wirklich nur 100? Levelze? Was ist das denn? Chips? Kürbissamen. Okay. So interessant aus. Noch ein Stoff. So, besonders auch am Anfang, man will ja auch gar nichts wegschmeißen. Ne? Ich will ja nicht eintauschen. Ich will eigentlich alles, was ich behalte, will ich behalten. Aber ich will mal so gucken, so, was es beim Händler gibt. Weil letztendlich ist ja die Alternative, wenn wir beim Händler sind. Oh, guck mal, da. Da ist er gleich hingespawnt worden, ne?
Oh. Oh, jetzt sieht aber brutal aus da hinten, ne? Oh. Also, das von... Du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Das Doofe ist... Man darf nicht von unten angreifen, ne? Also, das ist... Jeder, der über einen steht, den Highground hat, ist immer ein Vorteil, ne? Auch in so einem Kampf. Das weiß ich von Star Wars, ne? Anakin hat's auch bereut, als ihn da, Obi-Wan gefüttelt hat. Oh, echt jetzt? Fast, warst doch fast neben mir. Ich habe irgendeinen Schatten hier gesehen, aber kann auch sein, dass ich mich da vertan habe. So, wir werden langsam den Berg erklimmen, weil wir A, schwere Taschen haben und zweitens, ich auch nicht so viel Krach machen möchte. Also es geht aber recht gut hier. Diese glühenden Landschaften finde ich ganz cool. Kriege ich eigentlich auch was hier, wenn ich hier so rumstoche? Kriege ich eine Kohle oder was? Ich glaube, Kohle kriegen wir, ne? Ne, lass mal Nummer 2 reparieren. Das ist besser. Und jetzt habe ich gekriegt echt Kohle. Ja, also wenn wir Kohle brauchen, sind wir hier dabei. Meter voll in die Dunkelheit rein. Bei den übelsten Gefahren, die uns hier erwarten und die uns hier entgegenkommen können. Jetzt haben wir den High Ground, ne? Das heißt natürlich auch so ein Krähe. Gut, der, gegenüber von ihnen haben wir immer den High Ground, ne? Obwohl das für ihn wahrscheinlich, denn sind wir so high, dass das für ihn vielleicht sogar für Vorteil gewesen wäre. Aber, ups, was war denn das? Aber naja, gut. Wollen wir nicht weiter drauf eingehen. So, das heißt jetzt noch 2 volle Tage, ne? Tag 6 und Tag 7. Dann kommen sie alle und wollen mich naschen. Ich bin da mal richtig gespannt, ob das denn so aussieht, so ähnlich wie jetzt hier die Daywalkers, die kamen. Ich nenne es einfach immer so, weil die am Tag dann so rumlaufen, ne? Man kann es auch Gruppe, Rotte oder wie auch immer nennen, ne? Versammlung der... das Sioni Fanclubs, ne, kann man es auch nennen, weil die wollen mich ja alle denn naschen. So eingebildet kann ich ja sein, dass ich sage, so klar, warum nicht, ich schmecke. Also Vogelnester gibt es hier, das ist richtig krass, ne, also auch gar nicht so übertrieben, weil man muss ja sagen, Vogelnester gibt es hier richtig, richtig viele. Achso, darf ich mal zeigen, was meine Katze heute gemacht hat? Hier, ne? So muss ich drehen, ne? So, da. Oh, er ist tierisch verletzt. Ja. Ja, ja. Da haben wir mal kurz so ein bisschen gespielt, ne? Weil der brauche ich auch so, boah, was ist denn da bei dir, ne? Ich so, ja, ein kleiner Kratzer eben halt. Sie so, was? Der hat dich skalpiert. Ja. Da früh fängt an, ne? Der wollte eben schon immer Chirurg werden. Und dann zum Unterstützen helfe ich ihm natürlich. Oh, Jetons. Jetzt können wir einkaufen, das ist auch ganz gut. Ich glaube... Ah, stopp mal, hier stand da immer dran. Hier, wer hat's gesagt? Was hier der Verkaufswert wäre. Ach, da. Da, 108. 14, 6, 7... Will er nicht... Ach, hier, den ganzen Schrott. Ah, guck mal, das will er aber. Haben wir irgendwas hier? Das können wir ja auch noch zerlegen. S. Da musst du natürlich wissen, was du drückst, ne? Hier. S. Das ist nur noch Papier. Ja. Ja, kannst du, ja, ist okay. So, sind wir auch nicht mehr ganz so. Was war das? War der ein Bösewicht oder nicht? Ach, guck mal, da ist noch einer. Man sieht gar nicht weit, ne? Mäuschen, kommst du her? Komm mal her, lass mal kuscheln. Komm mal her.
Jovaini. Jovaini. So, nochmal Müll durchsuchen. Ne? Vielleicht kriegen wir noch irgendwas Interessantes. Hier ist auch nochmal Müll. Man könnte mich so locken, ne? Ich bin so ein verdammter Lootgeier. Ich weiß es selber, ich lasse mich übel schnell ablenken. Also allgemein. Immer. Nicht auf Arbeit, ne? Aber hier in so einem Spiel auf jeden Fall, weil alles leuchtet halt blind, ne? Ne? Alle Gizmos sind am Leuchten. Aber, hier, man bräuchte einfach nur eine Socke irgendwo hinlegen, ne? Und ich würde, boah, ey, geil, ne? Da muss ich gucken. Dann interessiert's mich, ne? Ich muss da mal wirklich dann direkt gucken. Was brennt da vorne? Also hier ist das Haus, hier wird der Händler sein, ne? Ist das ein friedlicher Händler, oder? Also der auf jeden Fall hier. Oh, ich doch mal, ich brauche Ausdauer. Jetzt ist besseres Wetter. Das ist schon mal gut. Ach, da hinten ist noch einer. Deswegen brauchen wir auch Ausdauer. Ich hole den mal her. Ey, macht das nicht kaputt hier, den die Händler-Store? Warum wurde ich geswitcht hier? Darf ich hier nicht töten? Hä? Was ist mit dir los? Okay. Deine Pfeile. Ist dein Gesetz, dein Spiel. Ist okay. Ich mache hier ja nichts mehr. Ist mir ein bisschen zu wüst, wenn ich da an der Seite bin. Okay, selbst das gehört wohl dir? Ja, dann mach ich nicht. Ist okay. Ich bleib hier. Bin so ein bisschen verwirrt hier. Oh, Alter, wer ist das denn? Mäuschen, Fetti. Bist du denn für ein Wackelpudding? Oh, der verträgt da eine Ecke mehr. Boah. Das war aber sehr, sehr wichtig, dass wir den weggekriegt haben. Bleib mal stehen, ich muss ja mal voll außer Atem, ne? Geht ja nicht. Was ist der Fetti denn hier für einer? Er will ja nicht schießen, weil dann kommen ja alle. Ich weiß ja nicht, wie viele Erfahrungspunkte die jemand hat, aber ich hoffe reichlich. Ja, mit so einem Alpha-Kevin komme ich ja klar, ne? Aber ich hoffe, jetzt kommen wir nicht noch mehr. Also der scheint zu sein, weil der Händler garantiert nur von, weiß ich nicht, führt den nicht den ganzen... Oh! Der hinten hat es nicht gehört. Boah, ich würde gerne einen Hirsch jagen, ne? Ich würde so gerne einen Hirsch jagen. Also wir sind zwar richtig, richtig voll. Aber ich habe das Gefühl, dass der Hirsch auf mich jagt. Wollen wir das nochmal probieren? Ich weiß, da steht da bestimmt irgendwas drauf, ne? Traitor. What, no money back. Achso, hier. Kein Geld zurück, Garantie. Alter, warum macht der das immer? Bestimmt auch, damit man hier das nicht kaputt macht. Ey, Bobbel, da. Ey, wir haben eine Tun erschlagen. Ja, das ist nicht so interessant. Das Tun ist viel interessanter. Hauptsache, der setzt mir jetzt nicht gleich wieder sonst wohin. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier die ganze Zeit stehen bleiben. Wahrscheinlich schon, also noch haben wir hier zu tun, aber... Ich würde ja auch mal gerne hier hinter gucken. Ja, vier Rennen können wir nicht. Wir sind echt schon ein wenig überladen. Nur ein wenig. Wir können natürlich auch ein bisschen hier Material noch holen. Ach, das ist ja alles hier verboten.
Verbotene Sachen. Also solange hier keine mehr da ist, ne, dann würde ich ja fast sagen, okay, gut. Ja, das habe ich noch einer. Den bringen wir noch um. Also wenigstens ein bisschen Spannung bei. Dann warten wir. Ich weiß nicht, ob der hier in dieser gefährlichen, upsie, gefährlichen Zeit, Nacht, wie auch immer, den Feierabend macht, ne? So nach Hause geht, wie auch immer. Kevin, komm her hier, zappel Kevin. Ey, hat er mich echt erwischt? Ey, bist du auf Knackse oder was? Glück hat er mich nicht infiziert. Das können wir nämlich jetzt kaum noch leisten. So, Federn. Wir haben alles. Fleisch, Federn, Hasen. Alles da. Oh, ich würde sie so gerne umbringen, wa? Aber ich glaube, da brauche ich eine Waffe Deluxe. Ey. So, und dann würde ich Feier machen. Und dann beim nächsten Mal dann gucken hier, wie wir hier reinkommen. BZW. Ja, der wird ja denn hier so. Ich weiß nicht, ne? Komm mal her. Komm doch mal her. Du Feini. Komm doch mal her. Bist du denn für ein großes Vieh? Ach, blöde Kuh. So. Ne? Und dann sage ich mal Tschüssi, Kowski. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao.